Hallo und willkommen zum nächsten Oberstübelöl der Woche. In dem Fall ist die Zypresse von doTERRA. Die Zypresse oder auch genannt Cupressus sempervirens, in dem Fall haben wir auch den Chemotyp Cupressus lusitanica dabei, ist ein wertvolles ätherisches Öl, das aus der Wasserdampfdestillation von Zweigen, von Knospen, von Blättern, Zapfen, Früchten und so weiter gewonnen wird und ganz, ganz wertvolle Eigenschaften in sich birgt. Und die möchte ich ein bisschen näher vorstellen, einfach damit ihr die Kraft von dieser Pflanze, von diesem Baum ein bisschen mitkriegt. So, machen wir es mal groß. Also, die Zypresse hat immer schon eben als hochgewachsener Fixpunkt so ein bisschen so eine Orientierung geboten. Die Zypressen waren Orte, die ja zur Ruhe gemahnt haben. Und man schauen wir uns mal an, wie die auch da gerade rechts im Bild, wie die geformt sein. Die sind hochgewachsen, die bieten kaum Angriffsfläche für den Wind, sind damit sehr sturmbeständig. Die Zypresse gilt in vielen Religionen auch oder in vielen Gesinnungen oder Philosophien zum Beispiel auch als Baum des Paradieses, als Baum des Todes und so ein bisschen auch ist ein Heiligtum, zum Beispiel rund um Palästen, rund um Friedhöfe findet man oft die Zypressen. Ein Beispiel in den Lichtreligionen der Perser, da hat zum Beispiel Zoroaster, bei uns eher bekannt als Zarathustra, die Zypressen quasi als Symbol der heiligen Flamme auf die Erde gebracht. In Zypern heißt es, dass der Sitz der Erdgottheiten in den Zypressen innewohnt und auch Griechen und Römer haben das Holz schon oder den Baum schon vielfach verwendet, auf der einen Seite ritualisiert als Baum der Trauer und des Todes, da ist man den Erd- und den Todesgottheiten sehr nahe, aber eben auch zum Beispiel als Baustein von ganz wichtigen Gebäuden bzw. wichtigen Werkzeugen unter Anführungszeichen. Also wenn wir es hernehmen, die Tore des Diana-Tempels in Ephesus wurden aus Zypressenholz gefertigt, auch die Pforten der ersten vatikanischen Peterskirche. Aber genauso auch die phönizischen Handelsschiffe, vielleicht erinnert ihr euch an den Geschichtsunterricht, und beispielsweise die Flotte von Alexander dem Großen sei aus Zypressenholz gefertigt worden und galt damals als unzerstörbar. Jetzt unzerstörbar ist relativ, ja, aber natürlich dieser Ort, der zur Ruhe mahnt, dieses vererdete, gut stabilisierte, dieses die wundervolle Kraft und auch das Sturmbeständige, das ist schon etwas, was wir uns durchaus auch ja, manchmal einverleiben möchten. Und damit wir da jetzt ein bisschen das Öl besser greifen können, wieder ein kurzer Ausflug in die Chemie. Viele Bestandteile seien es nicht, die wir uns heute anschauen, seien vier. Und zwar in erster Linie haben wir oder eine Fülle, die drinnen ist, die steckt in den Monoterpenen oder werden durch Monoterpene dargestellt. Es sind ein paar Sesquiterpenole und ein paar Sesquiterpene drinnen und ein bisschen Ester. Viel ist nicht. Aber trotzdem, was kennen die? Ja, schauen wir mal gerade bei der häufigsten Gruppe hin. Die Monoterpene. Die können ganzheitlich anregen, also körperlich und geistig anregen. Die Monoterpene sind ja sehr, sehr reaktionsfreudig und sehr lipophil, also die gehen sehr schnell in diese Körperzellen, also durch diese Fettschichten durch in die Körperzellen und können sehr schnell wirken. Das heißt, da spüren wir bald einmal was oder da kriegen wir bald einmal was mit, einen Effekt, aber dafür hält man nicht so lange, meistens. Gerade Goethes Beispiel sind Zitrusfrüchte, ja, die sind sehr schnell wieder weg, auch hier vom Geruch her, und verlieren so ein bisschen an Wirkung sein, aber dafür sofort sehr, sehr stark wirkend da. Monoterpene können aber auch bis zu einem gewissen Grad gewisse Entzündungen hemmen und auch leicht schmerzstillend wirken. Sie regulieren die Nebennierenrinde, bedeutet, dass sie auf den Hormonhaushalt einen regulierenden Einfluss haben und sie wirken sich positiv auf das vegetative Nervensystem aus. Das heißt, vegetatives Nervensystem ist ja so diese Sympathikus-Parasympathikus-Abteilung, wo Sympathikus-Anspannung, Aktivität, Stoffwechsel, Austausch, da passiert was im Körper, stattfindet. Parasympathikus ist die Gegenschiene, ist Entspannung, ist Loslassen, ist, es ist gerade alles getan. Und
D2, also Sympathikus, Parasympathikus oder auch vegetatives Nervensystem. Die Begriffe, die hören wir immer wieder, wenn wir mit Stress zu tun haben, wenn wir stressbelastet sind. Da ist meistens so, dass unser Sympathikus die ganze Zeit durchfährt, also ein sehr hohes Erregungsniveau hat. Und wir aber diese Entspannungsphasen, dieses nach unten fahren wieder, dem kaum Raum geben, kaum Zeit geben. Das heißt in dem Fall auch, wir könnten die Zypresse vielleicht auch dahingehend verwenden, dass sie uns zumindest, wenn wir schon mehr Entspannung in unser Leben einbringen wollen, ein bisschen ober vom Gas gehen wollen, dass uns das Zypressenöl ein Stückchen weit unterstützt und auch dieses Umschalten, dieses jetzt entspannen vom Parasympathikus fördern. Das sind so ein bisschen die Steckenpferde der Monoterpene in dem Fall. Die Sesquiterpene kommen als nächstes. Machen wir wieder groß. Sesquiterpene habe ich schon bei der Zeder angerissen, beziehungsweise eigentlich so die Wesenskennzeichen durchaus auch beschrieben. Sesquiterpene können uns wahnsinnig gut bei der Reparatur vom Körper, vor allem von Hautzellen unterstützen. Also die regenerieren die Haut unglaublich stark, können auch gerade am Anfang, wenn Entzündungen auftreten, entzündungshemmend wirken. Aber auch dann sagen wir sehr hormonregulierend, auch sehr stressregulierend, also wirken sich auch auf die Stresshormone aus. Aber sie geben dadurch eben auch diese innere Stärke wieder. Also dieses Regulieren und von der Wirksamkeit von wichtigen Botenstoffen ist einfach alles wieder ein bisschen in Ordnung bringen, so stelle ich es mir vor. Oder alles wieder ein bisschen in den normalen Modus bringen und nicht in dem, oh mein Gott, es ist gerade so viel los. So, diese Sesquiterpenole, AD, sind bei Stressreaktionen im Körper sehr hilfreich. Die unterstützen auch das Immunsystem und so wie es da steht, eben sie regulieren die Hypophyse, unterstützen wieder das vegetative Nervensystem. Also da haben wir wieder ganz stark diese hormonelle Beruhigung, Zusammenverschaltung, also quasi Übererregbarkeit, hey bitte, gib mir ein bisschen runter. Vielleicht manchmal so wenig Antrieb. Ja, so ein bisschen das nicht hintern tritt, aber halt einfach irgendwo so gib mir die Gänge. Dann fehlt nur der Ester und der rundet dieses Paket an entkrampfendem, entspannenden, beruhigendem Wirken sehr gut ab. Die Estergruppen, die da drinnen sein. So, wer größt, genau. Die wirken antimykotisch und entzündungshemmend auf die Haut. Antimykotisch heißt, es wirkt gut gegen Pilze. Entzündungshemmend, ja, kennen wir schon. Ester kann auch ähnlich wie die vorher schon beschriebenen Sesquiterpene, die Stresshormone ein Stückchen zurückfahren und einfach generell auch die Hormone regulieren. Also, dass diese Zypresse eben auch so ganz ein fein erdender Baum ist, also wieder beruhigender Baum ist oder auch vom Öl her, von dieser Wirkweise so für uns nutzbar ist, das können wir uns, glaube ich, mittlerweile ganz gut vorstellen. Ester sind grundsätzlich universell einsetzbar, meistens haben wir es, oder habe ich es, glaube ich, beschrieben, in Ölen, wo es um entkrampfende Wirkung geht. Wo es zum Beispiel um, ich glaube, bei Zenja ist was dabei, es ist genauso, glaube ich, beim Clary Calm war es, also alles, was wirklich auch bei der Pfefferminze, naja, Pfefferminze hat wieder einen anderen Hauptschwerpunkt, aber es sind ganz viele Öle, die eben entkrampfend wirken, zum Beispiel auf Magen-Darm-Trakt, aber auch auf die Bronchien. Die haben diese tolle Wirkweise, unter anderem eben auch vom Ester. Nur um das noch kurz abzurunden, aber ja, Chemie ist vorbei. Wir schauen uns an, warum wir das jetzt dann oder wie wir das jetzt dann wirklich körperlich und emotionaler nutzen können. Nämlich, Zypresse wirkt zusammenziehend, hat damit aber auch eben diese entgiftende oder diese entschlackende oder Entschlackung, Entgiftung unterstützende Wirkung durch den Ester eben. Das ist entkrampflösend, das entzündungshemmend, nervenstärkend, könnt ihr euch schon vorstellen, juckreizstillend eben auch erstens Ester, zweitens aber eben auch alles, was die Haut beruhigt, wie ich es vorher schon erwähnt habe, auch das Schmerzstillende zum Beispiel von den Monoterpenen.
Das antispätisch, es ist ja Wahnsinn, in jedem Vortrag mittlerweile ist ja Fehlerei drinnen. Wenn ich gerade auf Urlaub war, würde ich sagen, ich brauche Urlaub. Also das heißt natürlich nicht antispätisch, sondern antiseptisch. Genau, die Zypresse kann desodorierend wirken. Also wenn wir ein Geruchsproblem haben von Sportschuhen, von ähnlichem, von Hüten oder ja, ähnlichen Dingen, da kann man uns mit der Zypresse ein bisschen Abhilfe verschaffen. Ähnlich wie die Zeder, auch die Zypresse ist insektenabweisend. Und ihr erinnert euch, die Zeder von doTERRA ist ja nicht Cedrus atlanticus, sondern die ist ja der Virginia Holder quasi. Also Juniperus virginiana, genau. Das Bronchien erweitern, das kann also eben beim Abhürsten unterstützen. Die antihistamine Wirkung, auch ein großes Steckenpferd der Sesquiterpene, dass eben dass viele Sesquiterpene regulierend oder stabilisierend auf die Mastzellen Membran, also wir haben Mastzellen, ist ein Sitz von Histamin. Und wenn wir das Signal kriegen, dass wir jetzt von der Immunabwehr gegen irgendwas reagieren müssen, dann sagen die Mastzellen sofort: Passt, Histamin ausschütten, Vollgas, weil wir müssen da jetzt offensichtlich einen Feind quasi in Gefangenschaft nehmen, kontrollieren. Und damit aber die Membran von diesen Mastzellen nicht irgendwie jedem Schnellschuss quasi nachgibt, nutzen diese Sesquiterpene, um ein bisschen so diese Membran zu stabilisieren und eben nicht sofort alles auszuschütten. Und wenn wir keine Histamin oder weniger Histaminausschüttungen haben, reagieren wir auch weniger allergisch, weil Allergien sind ja schon oft auch nicht sehr nützliche Reaktionen des Körpers. Und ja, auch die Zypresse kann entstauen, haben wir auch vorher bei der Zeder schon gehabt. Ich sage es deswegen vorher, weil ich beide Vorträge am gleichen Tag aufnehme. Sechs hier vielleicht an der Kulisse, Apartment, nicht weder Wohnung noch Praxis. Gut, aber wann verwende ich die Zypresse? Zum Beispiel bei allergischen Schnupfen. Ich mache das gern in Kombination mit der Zeder. Also wirklich, bei der Zeder habe ich es glaube ich gar nicht erwähnt. Aber ein Tropfen Zeder, ein Tropfen Zypresse, wenn ich merke, dass es von den Pollen her erträglich ist, aber es fängt an. Also sprich, die Augen fangen an zu beißen. Die Nase ist ein bisschen entweder angeschwollen, die Nasenschleimhäute, oder sie fängt an zu rinnen. Da habe ich mir zum Beispiel beholfen, indem ich einen Tropfen Zeder und einen Tropfen Zypresse auf die Handfläche gebe, verreibe und das dann wirklich auf der anderen Seite so. Sollte man wieder sagen. So, halt, da bin ich. Genau. Jeweils einen Tropfen Zeder, Zypresse, verreiben. Und dann wirklich habe ich es mal hinten um mal hergeschmiert über den Hals. Dadurch, dass beide sehr, sehr, sehr sesquiterpenlastig sein, ist gut für die Haut. Allergische Reaktionen sind dadurch kaum zu erwarten, denke ich mal. Aber eben, ich habe es mal vom Nacken über den Hals hergestrichen und den Rest, den ich natürlich noch gehabt habe, habe ich einfach mittels Handdiffuser eingeatmet. Es war wirklich spürbar. Also mir ist einfach leichter gegangen, wenn jetzt jemand sagt, ja, kann Zyrfolat gewesen sein, ist mir voll recht. Also Hauptsache es ist besser. Bauchbeschwerden, eben Esther, das sind Krampfen, diese glatte Muskulatur rund um den Darm zum Beispiel, das ja so zu diesen Darmkrämpfen führen kann, wenn die angespannt sein, wenn die verkrampft sein. Da darf der Esther bitte gerne bei Bauchbeschwerden ein bisschen wirken. Eben auch dieses Entstauende, also da haben wir auch ganz viel dabei. Ödeme, Zellulite, bei Hämorrhoiden ist Zypresse oftmals verwendet in der Aromatherapie. Eben das Hautjucken generell. Bei der Zeder habe ich es erwähnt, mit dem nervös bedingten Hautjucken könnte man auch die Zypresse nehmen, also je nachdem, was einem besser schmeckt, was man besser da leidet. Und eben dieses desodorierende Fußschweiß. Da könnte man uns, ach, erzähle noch nie, was wir uns da zusammenbasteln, damit wir dem Herr werden. Ja, bei rheumatischen Beschwerden auch da. Wird jetzt ein Öl natürlich nichts vollkommen heilen, nichts vollkommen wegbringen, aber es darf uns durchaus unterstützen. Wie gesagt, ich sage es immer wieder gern und es ist wichtig, wir brauchen Ärzte, Ärztinnen, Therapeuten, Therapeutinnen, wir brauchen auch Medikationen. Die ätherischen Öle dürfen uns zusätzlich unterstützen, im Idealfall in Absprache mit dem behandelnden Arzt. Ganz wichtig, nicht, dass man irgendwie eine Kontraindikation
aufklauen oder halt bewirken oder hervorrufen, sondern dass man wirklich möglichst diesen Genesungsprozess oder diesen in der Gesundheit bleiben Prozess unterstützen. So, weiter geht's mit den psychischen Aspekten. Warum kann ich die Zypresse für mein inneres Wohlbefinden, für mein inneres Gleichgewicht oder einfach für Psyche und auch meinen Geist verwenden? Das Erste, was mir da jetzt ins Auge geschossen ist, ist die Klarheit. Das ist so ein feiner Aspekt von den Monoterpenen, und wenn wir uns da ein bisschen an die Zitrusöle erinnern, die machen so fein auf. Die, von der Stimmung her machen sie auf, aber auch von der Logik her. Also wir kämen wieder ein bisschen ins Konzentriertsein. Also Lemonöl, super zum Lernen, zum sich konzentrieren zum Beispiel. Auch Wild Orange oder die Tangerine, also die Mandarine. Das sind alles Öle, die total fein in die Klarheit führen. Bergamotte ist ein super Stimmungsaufheller, der Gold wert ist. Also da darf man uns schon wirklich auf die Fähigkeit der Monoterpene berufen. Das Ausgleichende, das haben eigentlich alle Komponenten, die ja eben Sesquiterpene, Sesquiterpenole, Ester vor allem immer, Monoterpene bis zu einem gewissen Grad, aber halt alles, was zum Beispiel über entweder Nebennierenrinde oder Hypophyse oder ähnlichem, auch über das vegetative Nervensystem, ein bisschen einfach uns wieder fein in die Mitte bringt. Eben das für Struktur, also dass wir logischer werden, dass wir uns irgendwie wirklich eine Struktur aufbauen, dass wir nicht so zerfleddert sein quasi, ist auch dieses Erdende. Also wenn ich eine Struktur habe, dann bin ich stabil, dann bin ich gut geerdet, dann kann ich mich aber auch an was festhalten. Für mich ist eine Struktur immer wie ein Stäbenlanger. Es ist super, wenn ich es nicht brauche. Aber wenn ich ein bisschen wackelig bin in meinen ganzen To-Dos und da Projekt und da Klienten und da Zeigs und Vortrag und wurscht was, da bin ich früher, wenn ich wirklich ein Stehengländer habe, wo ich mich einfach sicherheitshalber mal anfasse und sage, ah okay, so stolper ich fix nicht. Ja, und da kann uns die Zypresse eben auch als Öl ein Glander sein. Das war jetzt, glaube ich, der schrägste Satz vom heutigen Tag bisher. Konzentration, auch wieder Monoterpene zum Beispiel. Großes Steckenpferd von denen. Und darum das Gedankenkarussell ein bisschen zu stoppen. Ich mag Zypresse wahnsinnig gern. Es hat für mich tatsächlich auch einen beruhigenden Aspekt und macht es da oben wirklich ein bisschen leise. Und das schätze ich dann schon in gewissen Situationen sehr. So, jetzt kommen wir zu den Anwendungstipps. Ich rase durch, aber ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, wie verwenden wir die Zypresse? Wer von euch Läufer oder Läuferin ist, probiert es einmal aus und bitte gebt es dann auch einen Erfahrungsbericht ab. Das darf mich nämlich echt interessieren, als Nichtläuferin. Vor dem Laufen sollen ein paar Tropfen Zypresse auf die Füße und die Beine aufgetragenerweise einen unglaublichen Energieboost geben. Bei der Zeder haben wir was Ähnliches dabei gehabt. Aber eben auch die Zypresse wirkt so. Ideal ist wahrscheinlich, wenn man ein paar miteinander duscht, auf der Bichet fast gedobt. Zum Entspannen als Bittersalzbad. Einfach 100 Gramm Bittersalz verwenden und an Tropfen oder je nach Wunsch, je nach Intensität, das mit 1-3 Tropfen zum Beispiel vermengen, ins Badewasser geben. Um eben in die Entspannung zu gehen, um auch diese Erdung zu erfahren. Oder 5 Tropfen von Zypressenöl auf 10 Milliliter von fraktioniertem Kokosöl. Also wirklich gut sich feiner Flasche herrichten und zusammenmischen und dann immer wieder als Massage zum Beispiel auch vor dem Laufen, gern danach einfach herrichten, sich da damit verwöhnen und in die Entspannung gehen können. Natürlich kann man im Bad, muss man nicht mit Bittersalz arbeiten, sondern man kann einfach auch einen anderen Emulgator verwenden. Also es geht auch darum, dass ich das Öl auflösen darf in der Badewanne. Also zum Beispiel 5 Tropfen Zypressenöl mit 5 Milliliter Emulgator anrühren und im Badewasser verteilen. Emulgatoren können in dem Fall sein Milch, Schlag, alles in der Riege quasi.
Irgendwo dann hängen. Aber wurscht. Wer schon die Zeder angehört hat, der hat das vielleicht auch schon gehört. Also die Parallelen sind schon riesig. Zypressenöl unterstützt uns auch beim Kampf gegen fettige Haut. Auch wenn es um die Kopfhaut geht. So 1 bis 3 Tropfen in ein möglichst neutrales Shampoo, habe ich schon bei der Zeder thematisiert. Oder zum Beispiel 1 bis 2 Tropfen in ein möglichst neutrales Gesichtswasser. Also ganz ehrlich, das ist irgendein Clearasil-Gesichtswasser, was soll es das überhaupt noch geben? Oder irgendwelche ganz, ganz scharfen Mitteln. Da stelle ich mir schon die Sinnfrage, ob man da wirklich die wertvollen ätherischen Öle dazu mischen soll oder ob man sich da irgendwie mehr oder weniger ein Eigentor schießt. Wenn ihr aber wirklich ganz hochwertige Produkte verwendet, die wenig Chemie drin haben, die wenig einfach aggressive Bestandteile drin haben für Kopfhaut bzw. für die Gesichtshaut vor allem, da grünes Licht dafür, dass man die ätherischen Öle auch wirklich dazu mischt. Schaust, dass es, oder ob ihr es verleitet, ob ihr es erleidet, ob das für euch passt, auch diese ölige Komponente dazu zu holen, einfach ausprobieren. Ganz wichtig. Als belebende Mischung aber für den Diffuser, natürlich lassen sich alle Öle, also zumindest alle reinen Öle oder reinen Ölmischungen, die nicht verlängert sein oder die nicht gestreckt sein mit dem fraktionierten Kokosöl in den Diffuser geben. Da ein Rezept, das ich gefunden habe, ist zum Beispiel Zypresse Limette und das stelle ich mir echt richtig lässig vor, weil auf der einen Seite dieses bauchige, holzige, erdige, auf der anderen Seite aber diese Leichtigkeit von der Limette. Und Monoterpene, ein paar Sesquiterpenol und ein bisschen Ester, das muss ja sicher ein totaler Stimmungsaufheller sein. Also das kann ich mir super, super gut vorstellen. Wie kann man es noch verwenden? Ja, eben für gute Raumluft. Also generell einfach auch, wenn man es nicht diffusen will oder kann, sondern man ist irgendwo und hat jetzt nicht irgendwie das Gerät mit und stellt das jetzt hin, sondern man möchte aber trotzdem zum Beispiel in eigenen Räumlichkeiten einmal für einen Besuch schnell eben für ein gutes Raumklima sorgen, dann bitte gerne. Und ich sage es eigentlich, braucht es nicht zählen, 5 bis 10 Tropfen, je nach Intensität noch gewünschter. 5 bis 10 Tropfen Zypressenöl mit destillierten, und da fällt der R, Wahnsinn, Wasser in den Zerstäuber einfüllen, gut vermengen und dann einfach das als Raumspray verwenden. Um die Atemwege zu öffnen, da haben wir ja auch dieses Entkrampfen vom Ester drinnen. 5 Tropfen in einem Warmwasserbad auflösen und inhalieren. Da ist jetzt in dem Fall tatsächlich eher gleich, wenn ihr keinen Emulgator habt. Also wenn da die Tropfen oben schwimmen, ist jetzt nicht tragisch. Warmes Wasser, Wärme steigt auf, Wasserdampf quasi und diese Moleküle von den ätherischen Ölen, wenn sie oben aufschwimmen, die kämen mit in die Nase. Oder in den Atemraum, sagen wir mal so. Wer es da leidet, ich bin dort eher ein bisschen der Weichei, 3 bis 5 Tropfen wirklich in kochendes oder es hat gekocht und ist jetzt gerade für mich so auf 90 oder 80 Grad abgekühltes Wasser, 3 bis 5 Tropfen nehmen, eingeben, Handtuch drüber, Kopf drunter und 5 bis 10 Minuten inhalieren. Schau es bitte auf den Abstand, der für euch passt, aber auch da kann ganz viel Heilendes für unsere Atemwege, für die Bronchien und so weiter entstehen. Ja, was habe ich noch? Ich meine, es ist alles eine Auswahl. Ja. Die Öle sind so vielseitig verwendbar, da wäre ich nie fertig. Eben das, was ich vorher noch gesagt habe oder geschrieben habe, das Desodorierende bei starkem Körpergeruch, 1 bis 2 Tropfen. Ich habe es so gefunden, in den Schuhe, Jacke, Hut geben. Ich weiß jetzt nicht, in die Schuhe ganz vorne oder also reicht das, weil irgendwie. Die Fläche ist halt doch größer als die Fläche, die ein Tropfen benetzen würde und ob sich das dann so bei hartnäckigem Fußschweiß so gut verteilt, weiß ich nicht. Aber ich würde da eher sagen, vielleicht wirklich eine Mischung anrühren mit destilliertem Wasser wieder, also eine relativ hochkonzentrierte Mischung und wenige Sprühstöße in die Jacke, in die Schuhe, in den Hut eingeben, dass sie nicht feuchteln und auch. Das kommt mir fast plausibler vor, also es wirklich mit Zerstäuber zu machen.
kleines Fläschchen, ein, zwei Tropfen und den Rest mit destilliertem Wasser und nicht so eine große Bottle anrühren, sondern wirklich einfach was Kleines. Hat dann vielleicht auch in der Handtasche oder im Rucksack Platz. Ja, und. Also auch da gilt, es gibt so viel, was mit der Zypresse gut geht. Und für mich ist einfach gerade in Kombination mit der Zeder. Für die Art von Heuschnupfen, die ich habe, wirklich eine feine Unterstützung. Und ich kann mich noch erinnern, da war ich, das war noch in meiner Wiener Zeit, da war ich im Allergiezentrum Wien-West. Da habe ich mir gedacht, nein, jetzt mache ich wieder mal einen Test. Allergietest, also welche Pflanzen seien es denn? Und das war die typische, okay, da sind wir, war das typische Ding so zum Einritzen und draufträufeln und immer schon gedacht, nein, Jesus, ja, das war unangenehm. Also ich habe sehr viele Bußstellen gekriegt und sehr stark reagiert und bei der Auswertung hat mir die Ärztin gesagt, ja, nein, ich wünsche Ihnen viel Glück. Also ich war wirklich von Haselerle am Anfang der Saison bis zu den Pilzsporen, glaube ich, die sind im September, war ich voll bedient. Natürlich habe ich die Hausstaubmilbe auch noch gehabt. Das Wildeste war Birke und Gräser, so wie bei vielen. Und auch bei Tieren zum Beispiel, ich war auf Hunde allergisch, das dürfte ich vergessen haben. Ich war auf Katzen allergisch, da habe ich mental dran gearbeitet und auch mit emotionalen Themen aus der Vergangenheit aufgeräumt, damit ich die Katzenallergie nicht mehr brauche. Auch das ist möglich. Aber für diese umfassende Palette an Pollenallergie, die ich grundsätzlich als Potenzial habe, verwende ich jetzt einfach Zypresse und Zeder. Lange Rede, kurzer Sinn. Dass das gut geht, Bader zu verwenden, sehe ich ja auch an diesem Preis. Wer sich noch erinnert, die Zeder war ja auch kostengünstigst. Der ist jetzt, glaube ich, also die Zypresse ist scheinbar um 1 Euro teurer. Unglaublich. Also wer ein doTERRA-Konto hat, kriegt es wie immer um 25% billiger, nämlich kann 15 Milliliter, sprich 250 Tropfen um 16,25 Euro kriegen. Wer kein Konto hat, sondern über jemanden bestellt, der eines hat, der zahlt halt an diesemjenigen 21,67. Aber alles wirklich im christlichen Bereich so und so. Und seien wir ehrlich, für das, was es alles kann, absolut, absolut im Rahmen. Weil die Dinge heben ja lang, das darf man auch nicht vergessen. Und bis sie 250 Tropfen verbraucht haben, war dahin da einiges an Wasser, die ist Lobby. Auch an dieser Stelle wieder ganz wichtig, ihr wisst und ich muss es wirklich immer wieder betonen, bitte, wenn ihr Beschwerden habt, auch mit Haut, auch mit Darm, ja, alles Mögliche, was wir heute angesprochen haben, bitte sucht einen Spezialisten auf oder einfach euren Hausarzt oder die Hausärztin des Vertrauens. Idealerweise redet mit denen, dass ihr euch auch mit den ätherischen Ölen unterstützt. Nehmt vielleicht das Flaschel mit, wenn ihr Öl verwendet, gerade in der akuten Phase oder wenn ihr etwas über einen längeren Zeitraum so kurmäßig verwendet, bitte gerne mit dem Arzt absprechen oder der Ärztin. Die wissen nämlich oder die können auf alle Fälle nachschauen, ob das jetzt für das, was sie vorhätten, mit euch, um euch noch mehr der Heilung zuzuführen, ob das kontraproduktiv ist oder ob das passt. Und dann steht dem Nutzen der ätherischen Öle tatsächlich ja nichts im Weg. Und man darf auch nicht man muss nicht irritiert sein, wenn es einmal heißt, na bitte lass das einmal weg, dann heißt es nicht, dass ätherische Öle schlecht sein, sondern dann passt es halt jetzt gerade einmal nicht. Fertig. Und last not least, wenn ihr Fragen habt, bitte gerne an das Oberstüberl schreiben, gerne an die Margit schreiben, margit.oberstuhl.at bzw. diese Telefonnummer verwenden. Meldet euch eigentlich, wenn ihr wissen wollt, wie die Dinge riechen. Wir haben einiges wirklich lagernd und können euch ja gerne dann was zum Mitgeben, zum Ausprobieren. Und wer wirklich eine Lust hat, wie gesagt, die Öle zum guten Preis zu kriegen, nämlich 25% billiger, es braucht nicht lang, das haben wir in wenigen Minuten erledigt. Und es gibt auch keinen Haken, keine Mindestbestellsumme. Nein, lasst euch bitte noch nichts anderes erzählen. Und ihr müsst es auch nicht regelmäßig bestellen. Ihr könnt es und werdet dafür belohnt, ja, aber wer das nicht mag, der bestellt halt dann, wann er will. Und genau das, was er will. Punkt. Wir haben auf alle Fälle einen Spaß. Wir haben auch Vertrauen in dieses Vertriebssystem, ganz ehrlich. Ich bin schon die Erste, die da wegläuft. Und ich weiß einfach, wie gut die ätherischen Öle unterstützen. Die mag ich was noch viel mehr. Ich bin eher so ein bisschen die nachliest und recherchiert. Aber gemeinsam stehen wir euch gern zur Verfügung.
In diesem Sinne, das war's mit der Zypresse und in meinem Plan, das nächste Öl ist wieder eine Mischung, nämlich Balance. Wie auch immer ihr die Videos anschaut, Balance kommt definitiv auch dran. Gut. Schönen Abend, bei mir ist es oben. Alles Liebe. Ciao.